Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von A-Aqua. Der Vorteil von transparentem Silikon ist, dass die Silikonnähte unauffälliger gegenüber einer schwarzen Verklebung sind. Der Nachteil von transparentem Silikon ist, dass transparente Silikonnähte leichter von Algen unterwandert werden. Und das dann nicht mehr schön aussieht. Das passiert mit dem schwarzen Silikon auch. Aber da ist es eben nicht zu sehen. Ich habe ein transparent verklebtes Aquarium Meerwasser. Und ein Aquamedic schwarz verklebtes Meerwasser Aquarium. Natürlich sieht das transparent verklebte Aquarium etwas schöner, edler aus. Aber das schwarze verklebte Aquamedic stört mich auch nicht. Durch die schwarze Rückfront der meisten Meerwasser-Aquarien fällt die schwarze Naht gar nicht so auf. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den Schritt wage mit dem Aquamedic Aquarium und dem schwarzen Silikon. Aber für mich ist das so in Ordnung. Klar sieht mein anderes transparent verklebtes Aquarium edler aus. Vor allem, wenn man von der Seite drauf schaut. Aber es gibt auch etwas mehr Arbeit, die transparente Silikonnaht sauber zu halten. Hier muss man alle 2 bis 4 Wochen auch mal mit einer Zahnbürste hinter die Silikonnaht zu kommen. Denn die leichten Algenablagerungen sind bei der transparenten Naht zu sehen. Von der Haltbarkeit der Silikonnähte sehe ich bisher keinen Unterschied. Ich glaube auch nicht, dass es hier Unterschiede gibt. Beide Varianten haben die gleiche Beständigkeit. So dass das Aquarium wohl so 10 bis 20 Jahre ohne Probleme laufen kann und dicht bleibt. Ich werde die bekanntesten und bezahlbaren Hersteller von Meerwasser-Aquarien in der Videobeschreibung verlinken. Das transparent verklebte Aquarium von Aquarium Systems wird mit einem Unterschrank aus Metall geliefert. Die anderen Hersteller liefern Unterschränke aus Holz, die man selber zusammenbauen muss. Ist aber auch kein Hexenwerk. Ich persönlich würde mir jetzt keine Gedanken mehr machen, ob das Aquarium transparent oder schwarz verklebt ist. Wichtiger sind da andere Faktoren. Kein Spontankauf. Vorher im Internet, bei YouTube oder bei Bekannten informieren zum Thema Meerwasser-Aquarium. Informiere dich vorher selber. Die Beratung im Fachgeschäft ist nicht immer hilfreich und kann auch falsch sein. Mache dir Gedanken und den Standort des Aquariums. Überlege, wie groß das Aquarium sein soll. Nehme auf jeden Fall ein Aquarium mit Technikbecken. Bedenke, dass dein Aquarium Geräusche verursacht. Diese können eventuell störend sein, im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Bedenke, dass es zu Geruchsbildung kommen kann. Jeder nimmt Geräusche und Gerüche anders wahr. Aber es wird riechen. Wonach ist von Aquarium zu Aquarium unterschiedlich? Es gibt so viel zu überlegen, zu beachten und zu planen. Ob die Silikonnaht dann schwarz oder transparent ist, ist nur eine kleine Nebensache. Ich hoffe, ich konnte das Ganze etwas verständlich erklären. Anregungen und Fragen gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bitte das kostenlose Abo nicht vergessen. Table.